Servus. Ich grüße euch, meine Freunde, hier beim nächsten Tech Bro Fan. Und zwar heute für unser Pokémon-Sammelkartenspiel. Und zwar unser Evoli-Deck-Profile aus dem Battle of the Decks. Und ich würde sagen, starten wir direkt rein. Jawohl, und wie ihr vielleicht noch dran erinnern könnt, haben wir unseren Hauptangreifer, und zwar zweimal unser Sashian V aus der Tinbox, die wir uns damals geholt haben, mit kühnes Schwert natürlich und couragierte Klinge, auch mega stark für Metall-Pokémon. Und auch zweimal unsere Hauptverteidigung sozusagen, das Samasender V, auch aus den Tins, mit wackerer Schild, gegen eben V-Max-Pokémon, absolut kein Schaden. Und Überfall-Tackle auch nicht so schlecht, als, sage ich mal, normaler, starker Angriff so. Genau. Dann haben wir einmal unser Vulnona V in unserer schönen Ultra-Rare-Variante. Und ein Vulnona V in unserer normalen Variante. Mit neunschweifiger Gestaltwandler, wo wir eben eine Attacke des Gegners einsetzen können. Und einen Flammenwurf für 180, wo wir eine Energie ablegen müssen. Richtig cool. Ich finde, das ist das coolste Vulnona, was sie bis jetzt gemacht haben. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, mir hat damals der Angriff gefallen von dem, wo wir eine Karte ziehen dürfen, beziehungsweise irgendwie Energien ablegen und Karten ziehen, irgendwie so. Ich fand das total cool. Es war aus dem XY-Format, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Aber ja, nur mal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, tut auch immer gut. Dann haben wir als letztes V-Pokémon einmal unser Gutl V mit Brandsäule mit 90+, wo wir eben die oberste Karte unseres Decks auf dem Ablagestapel legen, und falls es eine Feuerenergiekarte ist, macht die Attacke 90+, 90 und Dampfmalmer für 120, wo wir zwei Energien vom aktiven Pokémon des Gegners auf dem Ablagestapel legen. Ansonsten nicht so gut mit den vier Rückzugskosten, aber ich finde trotzdem als Feuerbasis V-Pokémon so an sich ist es auch richtig ordentlich, das Kuddel. Dann haben wir viermal unser Vulpix, zweimal in der süßen Variante mit Konfusstrahl und Schmetterkick und zweimal mit Flackern. In der coolen Variante sozusagen. Dann haben wir dazu die drei Vulnonas. Einmal das mit Flammenumhang und Flammenmähne aus dem Schwert- und Schildbooster. Jetzt haben wir komplett den Fokus verloren, natürlich wieder so. Ah, in Reverse natürlich, weil wir eins haben. In Reverse dann natürlich das hier. Und zweimal das Vulnona mit Bürde, wo wir eben 30+90 zufügen, wenn das Pokémon von einem speziellen Zustand ist, dass das gegnerische aktive ist, dann in dem Fall, und züngelnde Flammen mit 90 und das Pokémon des Gegners schläft jetzt. Finde ich auch richtig stark als normales Pokémon. Dann haben wir noch zweimal unser Macrow mit Pflöcker und zweimal das Granowitz dazu, auch aus Flammende Finsternis. Und zweimal das coole Cramor mit eiserne Flügel für 130. Und du kannst zwei Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel legen. Wenn du das machst, werden diesem Pokémon während des nächsten Zuges deines Gegners 100 Schaden weniger zugefügt. Das ist schon auch ab und zu nicht schlecht. Deswegen dachte ich, das ist ganz cool. Passt auch zu den Sashian und zu dem Samasender ganz gut, weil es halt auch Leichtmetall ist. Leichtmetall, nicht Edelmetall, Leichtmetall, versteht deine Wortwitz. Ah! Also, nee, ist halt auch Metall-Pokémon, deswegen dachte ich, ist cool. Und auch ein neues Pokémon, also aus Schwert und Schild. Und natürlich einmal unser Eneko, das auch in beiden Decks wieder jeweils, meine ich, in Glurak und Evoli enthalten sind. Dann machen wir weiter mit unseren Supportern, und zwar natürlich auch genauso wie im Glurak Deck Profile unsere Mari, unsere Geraldine
unsere Sania, unsere Professor Magnolia, dann die fürsorglichen Pokémon-Züchter, die Bettys, beziehungsweise der Bettys, für mich bleibt es ein Mädchen, egal ob es ein Junge ist, dann eine Yaro-Karte, unser Yaro und ein Hopp, beziehungsweise statt dem Ness haben wir einen Kabu drin. Dann die normalen Items, auch ziemlich die gleichen. Unser Nugget als Shining Draw und ein Sonderbonbon. Zwei Flottbälle. Zwei Entwicklungsrauch. Ein Vitalitätsband, weil ich auch wegen dem Umhang der Stärke auch genau dasselbe. Zwei Tauschbälle. Und statt der Stadionkarte haben wir uns entschieden, den Rose Tower zu spielen, weil der Rose Tower in unserem Evoli-Deck irgendwie besser funktioniert als in dem Glurak-Deck, haben wir gedacht. Und da E-Stadion für beide Spieler gelten, dachten wir, es ist so schön, die zu spielen. Dann haben wir zweimal auch die Aurora-Energie drin. Die neue Regenbogenenergie und die zwei Doppelfarblosen bzw. die zwei Zwillingsenergien. Und für unsere Basisenergien haben wir genauso auch 5 Metall bzw. 8 Metall insgesamt drin und eben auch 5 Feuer bzw. 7 Feuer Basisenergien. Jawohl, ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kleines bzw. das zweite kleine Deckprofile, unsere Evoli-Variante von unserem Battle of the Decks. Ich würde sagen, ansonsten lasst doch einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentar-Deckbox. Einen Daumen nach oben würde ich mega freuen. Ansonsten macht doch was ihr wollt, wie immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.